Wir sind heute zu Gast bei der Firma Tesvolt, einem Hersteller von Gewerbestromspeichern, genauer gesagt bei der Familie Wetzel. Und dort schauen wir uns jetzt mal den Speicher an. Darf ich Sie mal stören, kurz? Ja. Roy Berger von der Firma Elektrostandard. Sie haben den Stromspeicher installiert. Ja. Erklären Sie mir kurz, was Sie gerade machen. Habe ich die letzte Komponente angeschlossen vom Energiespeicher. Aha. Das ist das Energy Meter, dass der Speicher optimal seine Daten bekommt, dass er auch optimal be- und entladen wird. Und Aha. Wenn der Verbrauch da ist, dass er auch schnell reagieren kann. Aha. Und wie hoch ist die Eigenverbrauchsquote oder wird sie sein? Die wäre etwa bei 85%. Okay. Und Sie haben ja auch den Speicher selbst aufgebaut. War das schwierig? War das anstrengend? Das war nicht schwierig gewesen. Es war eine Komponente gewesen. Hier war es ein bisschen anspruchsvoll durch den Platz. Aber Sie sehen ja selber, wir haben es reinbekommen. Und das ist absolut nicht schwierig gewesen. Dafür kann man bei Tesvolt auf Erfahrung zurückgreifen. Okay. Wie viele Speicher haben Sie schon verbaut? Ich glaube, es sind um die 50 Stück bis jetzt gewesen so. Na dann, sind Sie ja schon alter Hase. Dann will ich Sie mal nicht weiter stören. Dankeschön. Bleibt eigentlich nur noch die Inbetriebnahme. Wir sehen hier die Laderegler, DD-Batterie, B- und Entladen. Bevor wir die Laderegler in Betrieb nehmen können, mussten wir die Batterie anschalten. Die Batterie ist an, jetzt können wir die Laderegler in Betrieb nehmen. So, jetzt können wir erkennen, dass die gesamte Energie, dass hier 9,4 kW aus der Batterie in das hauseigene Stromnetz geschoben werden. Der Batterieladezustand befindet sich gerade bei 13% und es wird aktuell keine Energie aus dem öffentlichen Stromnetz gezogen. Mein Eindruck, ein sehr einfach zu bedienendes und sehr effizientes Speichersystem für die Installateure und ihre Kunden.